Football. Ich mag Football. Lebt er noch? Also, das ist der Connor! Ich hab ihn aus Versehen gekillt. Okay, Doug, das hört sich verdammt falsch an. Ja, Killer, aber es ist wirklich passiert. Also, in einer gewissen Art und Weise. Wir geben keine Details, weil es spoilern kann. Deswegen, ja. Das kam im Dings. Im Manga vor. Connor! Also ein anderer wahrscheinlich. 2.0 hast du geschrieben. Oh, es tut mir so leid, dass ich das verkackt habe gestern. Das nagt immer noch an mir. Dieses scheiß Verdrücken. Das ist immer noch... Boah, ich komme damit einfach nicht klar, dass ich das verdrückt habe, obwohl ich es safe eigentlich hatte. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. In Anime aber auch schon. Ja, jetzt... Ach, stimmt. Stimmt. Ich war jetzt ganz woanders. Stimmt! Wir sind ja schon viel weiter im... Genau, wir sind ja schon viel weiter im Anime. Aber für aus, was außen stehe, hört sich das übelst falsch an. Wenn man nicht weiß, worum es geht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Achso, nein, ich meine Reiju oder Nami. Beide. Ich entscheide mich für keine. Passiert mir aber auch, Liz. Ja. Das ist dieser... Hast du auch diesen Druck? Die Zeit läuft ab und du musst dich halt richtig... Also du willst dich richtig entscheiden und die Panik ist dann einfach da. Bei mir ist es einfach dieser Druck, den ich habe. Wegen der Zeit. Ich habe immer Zeitdruck. Da kriege ich immer Panik. Und dann passiert sowas. Und das ist mit Absicht natürlich, dass sowas passiert. Aber gut. Hast du schon gefragt, was wir gestern geschrieben haben? Was? Hast du sie schon gefragt, was wir gestern geschrieben haben? Ja. Nein, noch nicht. Ich bin auch gerade reingekommen. Mhm. Wenn du wüsstest, was mir alles schon passiert ist. Ah, ich will auch so gerne bei dir gucken. Ah, du bist viel weiter. Das würde, ja. Du streamst ja gerade wieder, du Suchti. Hab ich mir gedacht. Ui, heute kommt Skoma auf die 2. Das weiß ich nicht, wie lange ich streame. Ich mache nicht bis abends. Ich streame jetzt extra vorher, weil ich das dann alles ausmachen möchte wieder, damit mein Zimmer schön wieder abkühlt. Naja, je nachdem. Was denn? Sei nicht so unfreundlich. Wir sind hübsch. Er ist wirklich ein Hübscher. Auch wenn er ein Android ist. Wir brauchen noch 2 Ecken in Discord für One Piece und Spoiler und ohne Spoiler. Ja, ich weiß nicht, das wäre... Wenn da die falschen Leute kommen, die nutzen das dann falsch aus. Ich will halt nicht mehr so viele so eine Channels öffnen. Hübschling! So, gehen wir mal in die sehr appetitliche Toilette, oder können wir... Nee, wir können da nicht rein. Diese Details, die Klobürste. Darf ich ins Frauen... Nein, darf ich nicht. Okay. Dann nicht. Der nächste hat aber erst 270 Stunden. Ja, dann ist es so. Keine Ahnung. Kann ich nicht wegmachen. Ist doch jetzt auch nicht schlimm. Wird der schon überholt werden? Guck mal, jetzt spielt er einer. Cool. So ein bisschen Leben hier. Scanne die Gesichter.
dürfen hier nicht rein. Doch, wir dürfen hier rein. Gray Christopher. Arbeitslos. Vorstrafen Alkohol, Drogen am Steuer. Vorstrafen hat er keine. Geschäftsinhaber. Gut, der ist sauber. Häusliche Gewalt. Johann Kim. Den werden wir auch mal Gewalt beibringen. Ich hasse Menschen mit häuslicher Gewalt, die sowas anwenden. Also. Vorstrafen hat er keine. Der hat auch keine. Was mit denen hier? Ich sehe sein Gesicht nicht. Das ist ein Cop? Also es war ein Cop anscheinend. Stell dich vor. Okay, ich gucke noch die anderen hier. Der hier hat mich auch blöd angemacht. Vielleicht hat er eine Vorstrafe. Vorstrafen, Betäubungsmittelverkauf. Naja, war ja klar, ne? Rumpöbeln und dann Dreck am Stecken haben. Yeah. Er hat keine. Was mit dir? Du guckst mich ja so an. Er hat keine. Du ist gut. Keine Vorstrafen, bitte. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Hey! Ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Ich glaube, der haut uns gleich einer rein. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? In dein Popo. Nein. Wohin? Oh mein Gott. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Dann, ja, mit Alkohol, ne? Siehst du das Jim-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Seht ihr? Mit Alkohol. Oh Mann, ey. Sagtest du Tötungsdelikt? Ja. Wir haben ihn. Machst das gleiche wie ich. Naja, ich weiß nicht, wie ich ihn sonst kriegen soll. Der säuft da die ganze Zeit. Dann locke ich ihn eben halt mit Alkohol. Das ist nämlich mal ein super Cop, ganz ehrlich. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Aber. Hallo, Popo Witch. Ja, ich, streame ein bisschen früher, damit ich heute auch ein bisschen früher die PS4 und so ausmache, damit es nicht so warm nachher in meinem Zimmer ist. Die Nacht war furchtbar. Ich gehe jetzt einfach raus, da kann mich mal. Wir haben Anweisungen und die befolgen wir jetzt. Und wie ist das Game? Also, ich muss sagen,
Sehr gut. Also bis jetzt, was ich alles so gesehen habe, es gefällt mir. Ich habe am Anfang schon ein bisschen verkackt. Aber wow, das ist echt gut. Also bis jetzt, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gerade echt froh, dass ich es doch holen konnte. Sonst hätte ich halt ein bisschen warten müssen, aber wäre nicht schlimm gewesen. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Oh, er lässt uns rein. Ich denke mal, er meckert uns jetzt an. Hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Okay. Guten Abend, Tank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. Also ich saß hier in einem klimatisierten Raum die ganze Nacht. Oh, so schön. Ich möchte auch. Sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Das ist aber gut. So, wir folgen dem Lieutenant. Oh Himmel, dieser Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Hat mich wer gerufen? Achso, dann macht das gleiche Opfer wie ich. Heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft. Boah. Wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Alter. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Alter, das sieht so real aus. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er aufgeregt. Das sieht so echt aus. Vor allem der Bauch, der da raushängt. Autsch, ja. Mega, ich kuschel dich sonst, was? Okay. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Darum die Maden, ne? Ich hab da nämlich was krabbeln sehen. Red Eyes. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Wir haben Drogen. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster Getrocknetes Blut. Ja, lecker. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Aber hey, er muss das immer. Wir wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Du. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Wir sollen ja eigentlich nichts anfassen, aber hey, scheiß drauf. Wahrscheinlich kriegen wir gleich wieder Anschiss. Fass hier nicht an! Getrocknetes Blut. Alter der Probe, 19 Tage. Ich ekel mich gerade ein bisschen. Otis Carlos, okay. Zeichen eines Kampfes. Ja, der wurde auch übel zugerichtet, ne? Das ist ein Baseballschläger? Ja. Okay. Also das war mal kein Putz-Android. Jetzt geht das wieder auf Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob wir noch in sein Schlafzimmer kommen. Mal gucken. Abweichler nahm ein Messer. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Der wurde angegriffen und dann wurde er wahrscheinlich... Alter. Okay. Der hat sich nur gewehrt anscheinend. Schubst mich nicht. Ich muss hier noch gucken. Sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Was? Okay, die werden dafür auch benutzt. Ach du Scheiße. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. Okay.
Warum nur Männer? Chris, okay. Ist das da das Blut des Opfers? Sehr verdächtig, ja, da liegt ein... Nein, das war ich nicht! Meiner ist bunt. Den habe ich bunt angesprayt. Der ist da... Der hat nur eine Farbe. Guck. Ist sogar... So ein Alu. Okay, die Typen, die das haben, sind ganz schön bescheuert. Ja. Wird erledigt, Lieutenant. Ich will gar nicht wissen. Ach, da ist ja noch was. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Was ist los? Warum ist da deine Baseballschläge? Ich war das nicht! Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Okay, da sind sehr erotische Bilder an der Wand. Frag mal Howard Wolowitz, dann wüsst ihr, ob es besser ist. Nee, danke. Religiöse Opfergabe. What? Ja, ja, und im Hintergrund räumt die Lust-Android auf. Gar nicht wahr! Es ist gelogen. So, was soll ich noch machen? Da kann man auch noch raus. Untersuche das Opfer. Darf ich denn? Alter. Innere Blutungen. 28 Messerstiche vor mehr als 19 Tagen verstorben. Boah, Alter, das sieht so, als ob das eine echte Leiche wäre. Red Eyes, das hatten wir gerade. Das Auto des Carlos vor starken Diebstahl und schwere Körperverletzung. Tage, dafür sieht er noch gut aus. Ich habe schon mal einen gesehen, 4 Tage auf der Couch. Der lief schon aus. Ja. Kommt auf die Umgebung wahrscheinlich auch an, wie schnell der verwest. Der ist ausgerutscht, anscheinend. Das Opfer wurde erstochen. Tja, hat sich gewehrt, würde ich mal sagen. Sie kam aus der Küche. Er hat ihn dann abgestochen. Er ist dann dahin und bam. Bam, 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 bam. Okay. Darum diese ganzen Messerstiche. Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Oder er, der Dicke, hat sich gewehrt. Weil er wusste, er will ihn umbringen. 9 von 10 Beweisstücke habe ich. Ich will alle. Hier konnte man noch rausgehen. Umso wärmer, umso schneller. Ja, das stimmt. Ja, die Verwesung kommt vor allem auf die Wärme an. Je wärmer es ist, umso schneller geht es. Ja, ich weiß. Ich habe mich mal mit sowas befasst. Ich weiß nicht warum. Ich fand das irgendwie mal interessant. So was zuerst anfängt zu erstarren. Also Leichenstarre und so. Ich weiß nicht warum. Warum ich mich dafür interessiert habe. Ich glaube, ich habe zu viel Krimiserien geguckt, deswegen. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Hm.
Bei einem, was? Weight Watchers? Ich hatte meine Frage an die Runde. Die heißt Sandra, du Arsch. Was? Was? Mir fehlt noch irgendwas. Ich will alles. Was fehlt mir denn noch? Was habe ich übersehen? Das da. Cyberlife Sounds. Das war es auch nicht. Okay, ich dachte. Es ist hier aber auch ganz schön eklig, ne?